Der ADAC MX Junior Cup 85 beginnt mit einem echten Drama. Der Meisterschaftsführende Edward Spitzans kommt zu spät zum Vorstart und muss beim ersten Lauf zuschauen. Ganz bitter für den Letten und die große Chance für Sascha Kohnen, Boden in der Gesamtwertung gut zu machen. Der Belgier verpennt den Start allerdings komplett und kann nach Rang 21 zu Beginn nur noch als 9. durchs Ziel fahren. An der Spitze kämpfen andere Namen um den Sieg. Der Däne Mats Frezø führt bis zur letzten Runde vor Maximilian Werner aus Jena. Doch dann folgt Drama Nummer 2. Frezø bleibt an einem überrundeten hängen und kommt im Kampf mit Werner um die Führung nur wenige Meter später zu Fall. Was für eine Szene. Doch der Deutsche nimmt das Geschenk natürlich dankend an und bringt den Sieg souverän ins Ziel, auch wenn er das noch kaum glauben mag. Werner gewinnt wirklich vor Zanki und Cabrani. Oh, so unglaublich geil. Also wirklich, ich habe mich so gefreut. Ja, jetzt bin ich Erster, top. Zweiter Lauf und Bizans darf wieder rauf aufs Bike. Der Lette mit ordentlich Wut im Bauch und trotz dickem Polster in der Meisterschaft auf Mission Schadensbegrenzung. Den Red Bull Hole Shot sichert sich noch Vatislav Marek. Danach dominiert aber Bizans das Geschehen wieder von vorne. Der Husqvarna-Pilot fährt schon früh einen komfortablen Vorsprung auf Sascha Kohnen heraus. Direkt dahinter Lukas Kohnen. Zwei Brüder also auf dem Podium. Bizans gewinnt souverän, muss mit Rang 8 in der Tageswertung aber noch auf die Meisterfeier warten. Maximilian Werner erreicht im zweiten Lauf Rang 7 für seinen ersten Tageserfolg und auch Bizans schließt Frieden mit Bilstein. Jeder hat mal schlechte Tage, aber ich bin froh über den Sieg im zweiten Lauf. Ich kann das Finale kaum erwarten.